Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Mels Mangold oder einfach nur Mel und heute haben wir ein riesen Unpacking vor. Also ich habe jetzt zwei riesen Pakete vor mir und ich möchte euch vorab aber ganz kurz noch ein paar Manga zeigen, die ich gekauft habe. Einmal auf der Dokumi habe ich im Bring and Buy Emma eine viktorianische Liebe auf Japanisch gefunden. Es ist einfach wirklich nur zum Sammeln. Ich kann kein Japanisch, bin zwar gerade im Japanisch lernen, aber ich wollte es einfach nur für die Sammlung haben, weil ich bin Sammlerin. Und dann bei der Sammelecke hatten die jetzt irgendwie von irgendeinem Verkäufer französische Manga bekommen. Also es ist jetzt einmalig gewesen, es ist jetzt nicht immer so leider. Und da habe ich einfach wirklich ein paar Schätze gefunden. Nämlich einmal hier Berserk, den fünften Band, also da waren ganz, ganz viele Berserk-Bände, aber ich fand das vom Cover halt einfach am schönsten, auch wenn bei den anderen noch Farbsetten drin waren. Und bei den französischen Manga ist es ja immer so toll, die haben ja diesen Umschlag und dann eben das Cover nochmal in Serbia oder so, das heißt. Dann habe ich noch von Love and Lies den Band mit Ririna drauf gekauft. Ich weiß nicht, hier sieht man es, glaube ich, so ein Spiegel. Und ja, ich liebe Ririna, ist mein Lieblingscharakter. Und der Abschlussband gibt es zweimal, einmal mit Ririna und einmal mit der anderen Protagonistin. Und ich bin halt Team Ririna, deswegen musste das sein. Und ich habe halt gesehen, dass dieses schöne Cover drunter war. Nochmal, das sah so toll aus und einfach nur für die Sammlung. Einfach nur, um es zu besitzen. Lesen kann ich es nicht, aber ich hatte 7 Jahre lang Französisch und ich möchte es eigentlich gerne auffrischen, deswegen, wer weiß, war vielleicht auch nur ein Vorwand. Aber The Climber, einmal Band 5 von Shinichi Sakamoto. Ich fand das Cover einfach mega toll und The Climber kommt ja auf Englisch raus. Da freue ich mich mega drauf. Die Zeichnungen sind halt einfach der Hammer. Das ist ja dasselbe Mangaka, der auch Innocent macht. Einfach nur richtig, richtig klasse. Dann ein Hunter-Hunter-Band noch. Mit Krollo drauf, natürlich. Muss sein. Das ist Band 11. Dann habe ich ein Band von Oshimi, also von Blood in the Tracks mitgenommen, weil ich das Cover so schön fand. Ich liebe ja Oshimi-Werke. Und ich glaube, wenn ich Französisch lerne, dann kann ich mit Oshimi gut reinstarten, weil wenn man Oshimi kennt, sind halt wirklich immer nur so ganz, ganz wenig Textblasen mit drin. Und ich denke, das ist dann auch gut machbar. Und ich fand die Aufmachung auch einfach echt schön. Hier auch nochmal mit dieser Klappenbroschur. Gut, hier ist es jetzt halt in Schwarz-Weiß. Und auch nochmal zum Lernen habe ich mir noch 2 Yotsuba-Bände mitgenommen, weil wenn man weiß, mit Yotsuba soll man ganz gut Japanisch lernen können und ich denke mal, das wird dann auch mit anderen Sprachen funktionieren, weil sie einfach ein Kind ist und eben eine kindliche Sprache an den Tag legt, also wirklich mit einfachen Sätzen und Wörtern redet und so kann man dann halt scheinbar ganz gut die Sprache lernen. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich es mitgenommen. Dann kommen wir mal zum ersten Paket. Das ist wirklich sehr, sehr groß und ich hoffe, ich kann jetzt die Sachen hier auch rausholen. Also wir haben natürlich hier wieder ganz, ganz viel Verpackungsmüll. Ich sehe schon, die sind wieder sehr, 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 sehr nah an der Verpackung dran. Ich sehe direkt Kaoru und Rin, den zweiten Band. Da freue ich mich riesig drauf. Es ist von Saka Mikami und es ist ein Romance-Manga und da hat mir Band 1 richtig, richtig gut gefallen. Also der war wirklich sehr, sehr toll und zuckersüß und ich kann ihn euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Also wenn ihr Romance mögt, schaut euch die Reihe unbedingt an. Es ist so ein bisschen Romance bzw. Romeo und Julia Geschichte, aber ganz süß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte richtig Spaß dabei und gefühlt jeder, der das gelesen hat, mochte es bisher. Deswegen schaut es euch unbedingt an. Vom Zeichenstil her ist es halt auch echt süß. Hier. Die spoilert nicht und ich finde es einfach nur richtig, richtig süß. Jetzt schaue ich mal, wo ich das hier hinlege. Dann geht es weiter. Oh Gott, ich glaube, ja, die Leute, die das gesehen haben, es ist Band 8 von Dandadan. Wenn man da hinten guckt, hier steht schon Band 9. Also Band 9 habe ich schon gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, als ich dann dieses Cover auf Insta gesehen habe, dass ich das Cover nicht kenne. Und wenn ich Manga lese, ich merke mir die Cover und dann dachte ich so, hä? Das Cover habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das habe ich bestimmt irgendwie nicht gelesen und Tatsache, ich hatte es nicht gelesen. Jetzt habe ich es natürlich nachgekauft und ich werde es auch natürlich nachholen, wenn ich schon sehe, die Zeichnungen sind einfach krass. Da kommt jetzt auch ein Anime zu und ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, dann kriegt es auch wieder nochmal einen enormen Hype. Ist einfach cool und ich vermute mal, dass der Band auch sehr, sehr gut sein wird. Dann mache ich hier mal weiter. Da habe ich wieder einen neuen Band von Seraph of the End, mittlerweile Band 30. Ich will, dass die Reihe endet, aber die Cover sind wunderschön. Also die Zeichnungen sind auch toll, aber es dreht sich halt einfach alles wirklich nur noch im Kreis. Aber es hat gerade auch eine schöne Farbseite hier vorne, beziehungsweise so ein Ausklappposter.
dass man das sehen kann. Ich hoffe einfach, dass wir nicht mehr so viele Bände bekommen, weil es ist halt wirklich nur noch, ich kaufe es jetzt halt, weil ich jetzt schon 30 Bände davon besitze und ich es irgendwie nicht einsehe, dass ich es jetzt abbreche. Und ich hasse Crunchyroll, was soll das? Du kriegst den Band hier nicht richtig rein. Okay, jetzt geht's. Auf jeden Fall Seraph the End. Dann haben wir An der Ninja den 8. Band mittlerweile. Ist auf jeden Fall dasselbe Mangaka wie I'm a Hero und es ist eine richtig abgespacede Reihe, die mir sehr Spaß macht, aber vermutlich wird es so sein, dass 60% von euch es nicht mögen werden. Also das ist wirklich super speziell und hat mit I'm a Hero meiner Meinung nach gar nichts zu tun. Es geht halt um Ninjas, aber meine ganzen Ersteindrücke und so werdet ihr dann im Folgemonat, denke ich mal, mitbekommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch gelesen, Updates und sowas wieder bringen. Da hatte ich jetzt in letzter Zeit eher keine Zeit zu, beziehungsweise habe ich es einfach nicht gemacht. Dann haben wir den Titel, den ich natürlich nicht aussprechen werde. Das ist von The Killer Inside von dem Duo. Das ist die neue Reihe, der Thriller, Band 4. Da freue ich mich jedenfalls sehr drauf. Ich finde es immer cool, dass die eingeschweißt sind, weil dann habe ich immer weniger Angst, dass die Dinge kaputt gehen. So, aber ich sage, machen wir mal hier weiter, weil es einfach gerade am nächsten ist. Band 29 von Blue Exorcist, den ich jetzt auch endlich in den Händen halte. Da kommt er super selten und ich habe Bände raus irgendwie einmal oder zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Und es ist wirklich eine Reihe im Gegensatz zu Seraph the End, die immer noch Spaß macht. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich feiere es halt einfach. Also ab Band 20 war einfach jeder Band Action pur. Mal gucken, ob ich euch irgendwas zeigen kann, auch wenn ihr spoilert. Ist halt schwierig. Ist halt schon so, oh Gott, jetzt habe ich mich krass selber gespoilert. Hilfe. Es ist vorangeschritten, die Geschichte. Dann kann ich euch aus einem Band 29 ja schlecht was zeigen. Dann haben wir Band 6 von Slam Dunk mit einem echt coolen Cover. Da freue ich mich auch immer drauf, wenn ich einen neuen Slam Dunk Band lesen kann. Ist ja von Inoue. Da kann ich euch bestimmt was von dem Zeichenziel zeigen. Hier. Genau. Jetzt geht es auch endlich mal wieder mehr um Basketball, weil die ersten, ich glaube, ersten drei Bände war relativ wenig Basketballinhalt, sondern eher so ein bisschen Comedy und wir warten alle auf diesen Sportanteil und der wird jetzt auf jeden Fall anfangen, also mit den ersten Spielen. Sakuragi mag ich immer noch nicht so gerne, aber ich glaube, das wird sich wahrscheinlich legen, vermute ich jetzt einfach mal. Dann haben wir den Abschlussband von Die Blutprinzessin, also da kann ich euch dann auch sagen, wie mir die komplette Reihe gefallen hat. Das ist eine Horrorreihe von Egmont in 5 Bänden, da habe ich einfach gesagt, ja komm, die holst du dir auf jeden Fall jetzt erstmal zu Ende. Die ersten 4 haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Bisschen komische Panels an manchen Stellen, aber im Großen und Ganzen bisher keine Enttäuschung für mich. Dann ein Band, auf den ich mich sehr freue. Es ist nämlich Drache und Chamäleon Band 2. Und da werde ich auf jeden Fall noch mehr dazu sagen, weil Band 1 hat mir so gut gefallen und da habe ich noch gar nichts drüber verloren. Weder auf Instagram noch auf Twitter. Deswegen werde ich das auf jeden Fall in meinem Gelesen-Update für euch machen. Da rede ich auch wieder mehr über Band 1. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach für jeden oder jede, die Bakuman oder der Bakuman eben sehr gerne mochte. Ein Muss, meiner Meinung nach. Dann geht es weiter mit Manga Cult in dem Moment. My Home Hero Band 13. Ein sehr schlichtes Cover. Freue ich mich auch richtig drauf. Sind auch immer noch 10 Euro, weil viele Reihen von Manga Cult mittlerweile 12 Euro kosten. Und da ist das ja auf jeden Fall noch sehr, sehr cool. Freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so, in welche Richtung das jetzt noch alles gehen soll. Weil es ist jetzt Band 13 und es sind, glaube ich, über 23 Bände oder so. Und es läuft halt immer noch. Das ist halt schon echt lange. Weiter geht's mit einem Oshimi-Werk. Ein Abschlussband, nämlich Welcome Back Alice, endlich Band 7. Damit ist auch abgeschlossen und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich muss sagen, das ist bisher die schwächste Reihe von Oshimi, aber viele haben gesagt, dass der letzte Band noch einiges rausgeholt hat. Deswegen bin ich einfach gespannt drauf, wie es mir gefallen wird mit so einem Shikishi da drin, aber wie gesagt, das sammle ich ja eh nicht. Und Oshimis Werke sind halt einfach von der Bildgewalt halt einfach mega. Und wie gesagt, wenig Text. Ups, jetzt kommt es mir wieder entgegen. Werde ich euch natürlich berichten, wenn ich es dann mal abgeschlossen habe. Und ich hoffe wirklich, dass es mir gefällt. Da machen wir hier mal weiter mit einem neuen More Than a Doll Band. My Dress Up Darling. Ich liebe es, es ist Marin. So ein Cover ist ein weihnachtliches Cover, passt auf jeden Fall perfekt zu den Temperaturen, die wir gerade haben. Aber ich freue mich drauf, auch wenn ich gehört habe, dass es wieder nicht so viel Love-Content gibt. Es dreht sich halt nicht so wirklich um ja, die Hauptprotagonisten, aber was will man machen? Dann geht es weiter mit Arata und Shinyu, Band 11.
freue ich mich auch riesig drauf, dass es dann damit weitergeht. Es hat, glaube ich, auch nicht mehr so viele Bände, 13 Stück oder 14 Stück, dann ist es abgeschlossen. Freue ich mich sehr drauf. Die letzten Bände waren so stark und es kommt immer irgendwas Neues raus, was man nicht erwartet und hat immer einen Cliffhanger. Und letztendlich kann man den nächsten Band wieder kaum erwarten. Dann sehe ich was von Dominic Yell, nämlich der zweite Band von A Crossing Borders. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich bin immer super gespannt drauf, was er so zaubert. Der erste Band hat mir schon richtig gut gefallen. Mortalis von ihm, den habe ich hier auch irgendwo, genau hier. Den fand ich ja von den Zeichnungen mega, aber von der Story her eher so mittelmäßig. Aber Crossing Border Band 1 war mega und Band 2, da erhoffe ich mir jetzt einfach auch recht viel. Es ist auf jeden Fall sehr gefühlvoll und emotional geschrieben und auch die Zeichnungen sind auf jeden Fall stark. Das ist jetzt echt immer besser geworden. Gott, das kann ich jetzt nicht zeigen, das war jetzt spicy. Wir haben ja auch spicy Content hier drin, wie ich sehe. Das kann ich euch vielleicht zeigen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was Dominic Yell uns da gezaubert hat. Dann sehe ich gleich mal wieder ein Band, bei dem man echt schnell sein muss, nämlich Pakte Yokai, Band 27 von Yuki Midorikawa. Hat ja eine extrem kleine Auflage bei Egmont immer und es ist einfach nur ein Wohlfühlmanga für mich. Also Slice of Life mäßig, Fantasy mäßig, Mystery mäßig, geht um Yokai, immer episodische Geschichten, dass irgendjemand, das taucht ein Yokai auf und der macht Schwierigkeiten oder Probleme und dann muss man sich halt darum kümmern und es ist toll. Und es ist für mich wirklich immer ein Highlight. Aber ich mache erstmal weiter. Nämlich, warte mal, habe ich da noch irgendeinen anderen Band? Ich habe beide Bände bestellt, Tank Chair 1 und 2, weil der liebe Thomas so davon geschwärmt hat, von Tank Chair oder beziehungsweise Weep Dads haben auch super davon geschwärmt. Es ist nämlich anscheinend wie Chainsaw Man und klingt auf jeden Fall cool. Ich kann nichts dazu sagen, es hat auch keinen Klappentext oder sonst was. Ich habe einfach nur Gutes drüber gehört. Es ist ein Action-Manga, deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich lese rein und ich höre auf die Jungs, was die so sagen. Jetzt komme ich zu dem, wovon ich Angst habe, nämlich Tokyo Rangers Band 14 mit 15 Bänden abgeschlossen. Der 15. Band ist bereits draußen, aber ich habe jetzt, wie gesagt, erst Band 14. Und hier soll etwas drin sein, was alles kaputt macht. Bin ich gespannt, wie es mir gefällt. Ob ich am Ende sagen werde, ich mag Tokyo Rangers oder ob ich sage, es ist einfach nur Müll. Bisher mag ich es sehr gerne, muss ich sagen. Dann habe ich den zweiten und ich glaube auch Abschlussband von Hosaka-san und Miyoshi-kun. Es ist von Scarlet Berico eine Reihe, ist eine Boys-of-Reihe. Kaufe ich tatsächlich eigentlich nur wegen Scarlet Berico. Es ist ein Spin-off von Touch My Jackass. Ja, ich liebe Scarlett Bericos Zeichnungen und einfach ihre Handlungen und die Manga allgemein. Deswegen habe ich mir den auf jeden Fall geholt, einfach für die Sammlung, weil ich von ihr wirklich jeden Manga haben möchte. Dann haben wir den 11. Band von Insomniacs After School von Makoto Ojiro. Hat ja auch ein Anime, der sehr toll sein soll. Den will ich mir auch irgendwann noch angucken. Das ist ein Slice of Life Manga und das ist einfach wunderschön. Und ich bin sehr traurig, dass der in 14 Bänden, glaube ich, abgeschlossen ist. Irgendwie passiert nicht wirklich viel, aber das, was passiert, ist einfach gut. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach, man kann es sich einfach am Abend durchlesen und es ist einfach perfekt. Es rundet den Tag perfekt ab. Das würde ich eher nicht abends lesen. Das ist nämlich Boys Abyss Band 14. Da weiß ich jetzt nicht. Es hat, glaube ich, 18 oder 19 Bände wird es letztendlich haben. Es ist mir jetzt schon zu viel mit 14, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr, sehr dramatisch. Und eine Reihe, die sehr, sehr düster und deprimierend ist, meiner Meinung nach. Also jedem in diesem Manga geht es einfach schlecht. Jeder will sich umbringen. Jeder verbreitet dann halt auch diese Stimmung. Das ist auf jeden Fall keine weiche Kost, beziehungsweise leichte Kost. Triggerwarnung auf jeden Fall dahinter. Dann haben wir den neuesten Mashup-Band. Den hole ich mir eigentlich immer sofort wegen der ersten Auflage hier oben mit dem Schimmereffekt. Also ich mag Mashup, aber ich müsste es jetzt nicht immer sofort kaufen, bin ich ehrlich. Und das ist einfach super clever von Carlton, dass du es kaufen musst, um die erste Auflage zu haben. Dann sehe ich direkt mal Rented Girlfriend, den 27. Band. Bin ich gespannt, was da jetzt abgeht nach dem richtig guten 26. Band. Es wird wahrscheinlich jetzt einen Downfall geben. Also ich vermute einfach mal, dass es wieder im Kreis weitergeht und einfach gar nichts passiert. Blue Box Band 8. Selbes Spiel mit diesem schimmernden Ding, aber das würde ich sofort kaufen, weil ich Blue Box liebe. Es ist ein Sport-Romance-Manga über Badminton und Basketball. Hinten auch ein wunderschönes Backcover. Ich liebe Blue Box. Oh mein Gott, das war ein Spoiler. Halleluja, das war ein Spoiler. Ich habe mich gerade so enorm gespoilert. Aber mich freut es auch. Aber ich bin gespoilert. Dann haben wir noch
einen weiteren Band. Das freut mich auch immer sehr, wenn ich einen neuen Band von Die rothaarige Schneeprinzessin in den Händen halten kann. Kommt auch super selten ein Band raus. Einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Die Zeichnungen sind halt wunderschön. Es ist ein Romance, Fantasy Slice of Life Manga, der einfach unterm Radar läuft, weil ihn einfach viele nicht sammeln konnten, weil er eine Zeit lang vergriffen war und jetzt hat ihn wieder keiner auf dem Schirm. Da muss ich auf jeden Fall wieder mal einen Post zu machen, dass vielleicht ein paar Leute ihn entdecken und lieben lernen. Ich hatte es gerade von Tankcher, hier ist dann noch Band 1, wie ich gesagt hatte. Also Band 1 habe ich natürlich auch gekauft. Ich weiß gar nicht, wann Band 3 kommt, ob der schon draußen ist. Dann habe ich den aktuellsten Band von Dance Dance Danceur gekauft. Da geht es um Ballett. Um einen Jungen, der Ballett tanzt und sich dann den Hindernissen stellt, der Gesellschaft, weil ja Jungs scheinbar ja nicht tanzen dürfen. Die Zeichnungen sind mega toll und es ist einfach emotional und erinnert mich halt oft irgendwie an die Zeit, wo ich selber Ballett getanzt habe. Also es ist echt ganz cool dargestellt und auch realitätsnah. Dann habe ich den aktuellen Band von Gachiakta, Band 8, mit Farbschnitt. Ich bin ja kein Fan von dem Farbschnitt. Oh mein Gott. Out. Werde ich gleich mal in meinem Comic-Shop berichten. Das ist auf jeden Fall nicht akzeptabel. Dann habe ich Denjin N. Es ist von dem Starving Anonymous Mangaka. Oder ich weiß nicht, ob eine Frau oder ein Mann ist. Die neue Reihe und Starving Anonymous mochte ich ja nicht so gerne. Deswegen bin ich hier sehr gespannt auf den Titel. Großformat weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt notwendig ist bei Horror-Manga, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin gespannt. Und was hier ganz cool ist, dass man den Farbschnitt hat mit Motiv drauf. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also bei normalen Büchern ja, aber jetzt nicht beim Manga. Dann geht es weiter mit Aftergod, Band 4. Ist auch immer richtig cool mit den Covern. Die sind so shiny. Und Aftergod hat mich jetzt ja mit Band 3 wieder gehuckt, weshalb ich jetzt auch weiterlesen möchte. Und dem Band weiterhin natürlich auch eine Chance gebe, beziehungsweise der Reihe. Davor war ich ja immer unsicher, ob ich dann noch weiter sammeln möchte. Dann, worauf ich mich auch sehr freue, ist der neue Band Blood on the Tracks. Habe ich euch vorhin ja gezeigt, das ist hier aber Band 12. Da haben wir auch nicht mehr so viele Bände, aber Blood on the Tracks ist für mich jedes Mal einfach ein Schauspiel. Ist einfach eine Wucht, muss ich sagen. Also ich habe immer keine Ahnung, was passiert. Ich kann es nicht voraussehen und es macht einfach verdammt Spaß. Auch wenn man wirklich sehr, sehr schnell durch ist mit den Bänden. Dann haben wir eine Reihe, wo ich dachte, dass es eigentlich schon abgeschlossen ist jetzt. Ist nämlich Gannibal, aber das hat dann doch noch mehr Bände. Es ist eine Reihe über Kannibalismus, um ein Dorf, in dem Kannibalismus ausgeübt wird und ein Polizist dahin zieht mit seiner Familie, um das aufzudecken. Und davor war dort schon ein Polizist, der eben gestorben ist bzw. verschwunden ist. Es ist echt spannend. Aber für mich ist es eher ein Thriller anstatt ein Horror. Es ist nämlich unter Horror gelistet. Es ist eher so ein bisschen Thriller, Kriminalfälle. Dann geht es weiter mit Mangaka. Da habe ich nämlich den ersten Band von Part 4 von JoJo letztendlich. Da kann ich jetzt Julia direkt schreiben, dass wir dann unseren Partner-Read starten. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist nämlich Diamond is Unbreakable. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach riesig drauf. Ich hatte jetzt ja ein Part 3 richtig Spaß an JoJo. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein JoJo-Video, wo ich Part 1 gar nicht mochte. Deswegen hier, ich freue mich jetzt auf Part 4 und ich bin sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier den 10. Band von Die Hexe und das Biest. Das ist auch eine Reihe, die immer wieder Spaß macht und sehr, sehr unterhaltsam ist. Ist ein Fantasy-Action-Manga, 16+. Der ist einfach nur einzigartig wegen den Zeichnungen und der Action. Also es explodiert enorm viel. Es macht einfach Spaß und unterhält mich wirklich gut. Kann eigentlich nichts dran aussetzen. Was ich hier auch sehr cool finde, ich finde die Zeichnungen sehr, sehr dynamisch. So wie man das hier sieht, die arbeiten halt auch so mit verschwommenen Bildern. Das mag ich immer recht gerne, wenn da einfach ein bisschen mehr Dynamik in den Zeichnungen drinnen ist. So, dann habe ich hier einen Band, den werde ich wahrscheinlich erst recht spät lesen. Das ist nämlich den 2. Band von Nenn es nicht Mystery. Der liebe Simon liebt ihn ja und oh, der ist auch ein bisschen beschädigt, aber das ist noch in Ordnung. 9 Euro kostet das gute Stück. Es ist super viel Text drin, also alle Detektiv-Con-Liebhaber werden es auch mögen, weil es geht halt auch um ja, Verbrechen, um Fälle, aber er arbeitet nicht mit der Polizei zusammen, sondern er ist eigentlich nur ein Mann, der zufällig da reinstößt und halt seinen Senf dazu gibt. Die Dialoge, die da drin sind, sind aber echt gut gemacht, aber sehr, sehr viel Text. Dann den aktuellen Band 13 von Promise Cinderella von Tokyo Pop. Da freue ich mich auch immer drauf. Es ist einfach eine tolle Reihe und meiner Meinung nach verdient sie auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Es ist einfach eine ältere Frau, die einen jüngeren Mann kennenlernt. Klar ist Altersunterschied da, aber ich finde, es ist super gemacht und
Es ist sehr zu empfehlen. Oh, dann habe ich noch den vierten Band von Der Sommer in dem Hikaru-Stab von Moku Mokuren. Der Reihe hatte ich eigentlich auch erstmal keine Chance mehr gegeben. Habe jetzt auch Ewigkeiten nicht weiter gekauft gehabt. Band 3 habe ich jetzt dann aber nachgekauft und mochte die dann doch ganz gerne. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe der Reihe jetzt noch weiter eine Chance mit Band 4, dass ich da schleunigst weiterlesen kann. Dann habe ich ein Band, den werde ich mir wahrscheinlich am Wochenende zu Gemüte führen. Oder vielleicht werde ich auch mit diesem Band in meinen Urlaub im August reinstarten. Das ist nämlich die RCL von Shinichi Sakamoto, den wir schon vorhin hatten von Innocent. Und Band 3 soll so gigantisch gut sein. Deswegen mal gucken, wenn der so gut ist, möchte ich mir eigentlich auch aufsparen, dass ich nicht mehr so lange auf Band 4 warten muss. Weil jetzt muss ich ja eh sowieso warten und ich freue mich drauf. Also das wird wahrscheinlich mein Highlight sein, denke ich. Vermutlich. Dann etwas, was ich eigentlich auch aufschieben hätte können, aber dann hatte ich meinem Laden schon zugesagt und ihn schon bestellt, nämlich Planetess. Es tut mir so leid, Sören. Ich weiß, dass du diese Reihe liebst und das dein absolutes Highlight ist, aber Band 1, ich fand ihn gut, aber irgendwie war mein Lesefluss so gestört. Ich weiß nicht, ob dieser Strich dadurch an meinem Band ist oder ob das im Cover ist. Ich muss sagen, ich freue mich trotzdem drauf, weil es ist halt vom Vinland Saga Mangaka und ich liebe Vinland Saga, deswegen. Ich gebe dem auf jeden Fall weiterhin eine Chance. Dann auch ein Band, auf den ich mich riesig freue. Ich habe hier nur Highlights da, das freut mich jetzt. Irgendwie alles, was ich auspacke, habe ich eigentlich Bock drauf. Nämlich Paradise Kiss, Band 2 von Ayazawa. Fand ich meiner Meinung nach sogar besser als Nana bisher, zumindest vom Start. Und da freue ich mich sehr drauf. Es geht um Mode und es ist einfach eine sehr besondere Reihe. Auch mit Love, Story, Drama, alles, was ich liebe. Dann haben wir Saturn Return Band 3. Es ist die Ehefrau vom Mangaka Inio Asano, der auch Gute Nacht Punpun gemacht hat. Hier haben wir Band 3 mit Saturn Return. Und vom Zeichenstil her ist es nicht wirklich was Besonderes. Aber ich finde die Geschichte einfach sehr, sehr besonders. Also es geht um einen Mann, der von sich aus gesagt hat, ja, ich sterbe vor 30, also bevor ich 30 Jahre alt werde, bin ich tot. Und dann hat es halt zu ihr gesagt, zu unserer Protagonistin, und es tritt halt wirklich ein und sie geht dem Ganzen jetzt auf die Spur, was es damit auf sich hat, wieso er das damals gesagt hat und wieso es dann auch eingetreten ist. Dann habe ich für diese Box noch zwei Bände, nämlich der zweite Band von Yomotsu Hegui, diesmal aber keine Special Edition und auch kein Variant Cover. Das ist vom Rainbow Mangaka und Band 1 war mega. Da werde ich auch, wie gesagt, dann in einem gelesenen Update noch dazu erzählen, weil das wird sonst den Rahmen sprengen. Und eine Reihe wegen dem lieben Kuroko, der mir die Bände geschenkt hat, beziehungsweise die zwei Bände davor geschenkt hat, habe ich die Reihe wieder mögen gelernt und möchte jetzt auch weiterlesen. Das ist von demselben Mangaka, der hier auch Die Stadt, in der es mich nicht gibt, könnt ihr jetzt nicht sehen, gemacht hat. Nämlich Das Kind, das ich in meinen Träumen sah. Ist auch ein Thriller-Manga, Mystery. Ja, hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme, immer mal wieder ein guter Band, dann wieder ein schlechter Band. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss. Also es ist nicht mehr so viel. Es ist auf jeden Fall noch ein paar Extras drinnen. Hier einmal eine Leseprobe von Goku Rangugai. Und das zeige ich euch jetzt, weil der Peak Podcast heute darüber geredet hat. Und dass es so richtig nice sein soll und dass es zu empfehlen ist und bliblablub. Und ich habe mir den Namen nicht merken können, beziehungsweise habe ich so schnell geredet. Und dann dachte ich, okay, cool, Crunchyroll wusste ich und jetzt habe ich ihn erkannt. Jetzt werde ich mir zur Seite legen, dass ich den auf jeden Fall nächsten Monat mitnehmen werde. Und sonst sind halt irgendwelche Postkarten und sowas drin, obwohl ich jedes Mal sage, ich meine, es ist voll lieb gemeint. Aber ich sammle halt keine Postkarten. Deswegen, können dann andere vielleicht eher was damit anfangen als ich. Dann machen wir kurz weiter mit dem Schuber von Dandadan, Band 10. Wie gesagt, Band 9 habe ich aus 10 schon gelesen. Ist auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr cooler Schuber. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber wie gesagt, die Trauer ist da mit Band 8. Dann habe ich den Schuber zu Moriarty gekauft. Band 19. Das ist von Part 1 von Moriarty. Jetzt der Abschluss zu sagen, aber es geht auf jeden Fall dann auch noch weiter. Wir haben auf jeden Fall schon Vollschuber und ich habe auch schon so ein paar Bände dazwischen, weshalb ich mich gegen den Vollschuber entschieden habe und jetzt nur diesen einzelnen Schuber mit Band 19 bestellt habe. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön, der Schuber, muss ich sagen. Und die Reihe macht auch Spaß und es ist ein Partner-Read mit Verena. Da habe ich dann auch immer sehr Spaß. Muss ich mir die Bände dann nachbestellen, aber jetzt erstmal ein bisschen Piano mit meinen Einkäufen. Dann geht es weiter, glaube ich. Oder was ist das hier? Das ist schwer. Ist denn da Manga drin oder einfach nur Filmmaterial? Es kann nicht sein, dass ich das jetzt aufmache und es ist nichts mehr drin. Das Beste ist, du machst es auf und es ist Müll drin. Vielleicht habe ich im Lotto gewonnen.
Oh nee, da ist noch Manga drin. Das hatte ich die jetzt nicht gesehen. So, die sind so relativ versteckt gewesen. Der dritte Band von Definitely Love, da freue ich mich auch drauf, von Tokyopop. Das ist eine super süße Romance-Reihe, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Aber da werde ich, wie gesagt, noch mehr drüber erzählen, dann in dem gelesen Update, weil, wie gesagt, das ist schon zu lang, das Video. Dann Sleeping Dead, der Abschlussband, den hatte ich euch in einem Neuheiten-Video schon gezeigt, dass der super dick ist. Und ich bin gespannt, es geht um Zombies. Also bisher war noch nicht so wirklich viel Boys Love-Anteil, aber boah, ist der dick, dieser Band, ey. Wenigstens bekommt man was von sein Geld. Dann freue ich mich, dass ich endlich Chainsaw Man Band 16 lesen kann. Jetzt kann ich endlich sagen, okay, nach dem Band lese ich auf Englisch weiter, weil ich dachte, ich warte noch den 16. Band ab. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Dann haben wir auch noch den aktuellen Haikyuu-Band, Band 42, mit wunderschönem Umschlag, nicht? Freue ich mich drauf. In 45 Bänden ist Haikyuu abgeschlossen und Hinata sieht ein bisschen gruselig aus auf diesem Cover. Aber wir lieben Haikyuu, deswegen wird sich auch Haikyuu gekauft. Dann habe ich hier auch noch, weil ich wollte gerade sagen, vorhin war Band 6 von Slam Dunk, ich habe Band 5 noch gar nicht. Deswegen auch noch Band 5 von Haikyuu. Fast von Slam Dunk. Auch Sport, also so entfernt ist es jetzt nicht. Von Slam Dunk, ich bin einfach gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es sich mehr um Sport dreht, aber ich freue mich. Und zu guter Letzt, ich gucke gleich nochmal, ob da noch was drin ist, aber vermutlich nicht, ist noch der dritte Band von XXHolic, von Clamp, die Doppelbände. Freue ich mich auch sehr drauf. Und jetzt gucke ich ganz kurz, ob ich hier keine Manga vergessen habe, weil es wäre ziemlich ärgerlich, wenn ich so viel Geld zahle. Aber nee, es scheint alles zu sein. Ich meine, es reicht auch. Es waren jetzt mehrere Monate Manga, also ich habe die zusammengesammelt, weil mein Comicshop mir die eben zusendet und die sparen Versand, wenn ich mehrere Monate eben auf einmal schicken lasse, als wenn ich jetzt irgendwie fünfmal mir das zuschicken lasse, genau. Das war's mit meinem Video. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr was davon gelesen habt oder was ihr gekauft habt, was euer Highlight gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.